Hi, herzlich willkommen. Ich habe ein bisschen Werbung installiert für den neuen eSwap X2, den ihr bestellen könnt bei Monofficial, wenn ihr Bock habt. Macht's doch einfach. Ansonsten geht es jetzt direkt weiter mit Rise of Ronin. Ach ja, genau. Vielleicht kurz noch zu sagen, ist es wahrscheinlich für die Leute, die das als Video sehen, schon zu spät. Aber ihr könnt hier, da steht 20 Euro geschenkt kriegen, wenn ihr einen eSwap X2 kauft mit meinem Code bis zum Morgengrauen, also bis morgen, 24. Naja, so. Ich drücke das mal weg, haben wir ja schon gesehen, ne? Hallöchen, Hogan. Moment. Ja, aber keine Ahnung, nehme ich doch den. Ja, wir spielen ein Spiel, bei dem ich nicht weiß, ab wann es mich wütend macht. Ich weiß nur das. Nee, Dogma heute nicht. Tut mir leid, das ist noch ein alter Text von gestern. Ich fahre heute nach Hamburg zur Party von einem Freund. Der gute Chris. Vielleicht kennt ihr ihn noch von ehemal Game One. Heilkräuter abliefern, okay. Ja, aber habe ich doch jetzt. Okay. Was kann ich noch machen? In der Luft kontern. Eine Woge von kritischen Treffern, die kein KI mehr haben, zu entfesseln. Das sieht doch immer gut aus. Schöne Combo. Ah, warte. R1 primär. Ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht. R1 und oben wechseln nach einem Treffer. So macht man doch keine Mundmasken. Die müssen doch. Ich habe gerade kurz überlegt, was kann man damit machen? Aber ja, es sieht ein bisschen aus, als hätte da jemand keine Ahnung, wie man eine Maske richtig anzieht. Nein, das sind natürlich Schürzen. Hat er Dreck geworfen? Hast du gerade Dreck geworfen? Er wird nicht lang gefackelt. Ein bisschen erkältet. Ja, ich war gestern zu lange raus. Es war gestern kalt. Ich werde dann immer so ein, zwei Tage werde ich schniefig. Ich weiß nicht, warum ich eine schlafende Katze fangen soll. Ha! Du wirst gestreichelt! Du Sau! So, der Katzencounter ist einen hochgegangen. Hier ist auch noch irgendwas. Na, mal gucken, was. Ach, stimmt, da oben kann man ja auch noch was machen, ne? Aber nicht von hier unten. Aber da gehe ich doch nochmal hoch. Ich will kurz gucken, was mit diesem Seil ist. Ich habe ja so einen Grabscharken. Ach, ein Speicherplatz. Okay. Gar nicht so schlecht. Toller Ausblick. Einfach schönes Spiel.
bis man wieder mal gegen irgendwelche Gegner kämpft. Dann wird das Spiel zum Allerschlimmsten, was je in eurer Konsole war. Und ihr verflucht den Tag, an dem ihr das Geld ausgegeben habt für diesen Titel. Warum, sagt ihr dann? Warum? Mein Leben war doch gut. Aber so richtig versteht es keiner. Mann, nicht Y. Warum über nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht Pyramide? Na komm. Der Samurai geht querfeldein und stellt dabei den Säbel ein. Ey, hör doch mal. Jetzt, Mann. Er belässt mich nicht. Na gut, dann muss ich wohl doch da lang. Du kriegst ja einen Tennisarm, wenn du die ganze Zeit mit diesem riesen Schwert rumrennst. Gar nicht lang gefackelt, ne? Ah, wieder Dreck! Habt ihr's gesehen? Muss man halt lernen, erstmal die Timing. Scheiße. Ah, warte, noch mehr. Nee, da war nix. Da war nix. Jetzt kommen die, ne? Beim nächsten probiere ich mal die Geschichte aus mit dem R1 nach oben. So, um dann schnell zu wechseln. Läuft! Nein! Lass mich doch einmal! Nein! Ich will dich kontern! Ha! Da kontert gar nichts für! Moment, das ist doch gelogen. Da wird wieder gelogen im Chat. Ich habe jetzt erst letztens deine ganzen VODs von Wolong gesehen. Da hast du mehrmals klar und deutlich erwähnt, dass du keine Spiele mehr von Team Ninja spielen willst. Das ist natürlich eine einzige Lüge, infame Behauptung. Was ich gesagt habe, ist, dass ich kleine Spiele von Team Ninja spielen werde. Kleine Spiele. Gute Sachen. Neue Gamaschen. Ja.
Die Soundeffekte von diesen Kacheln sind ganz cool irgendwie. Schindeln, ne? Da hinten weht noch irgendwas am Baum. Aber das ist, glaube ich, die Ecke, wo ich schon war, ne? Hier waren wir schon. Ich soll ja auch hier in diese Richtung und die Kräuter abliefern, aber vielleicht bin ich... Also hier habe ich, glaube ich, angefangen, ne? Aber warum habe ich hier keinen Weg hoch? Na gut, ist halt so, ne? Ah, seht ihr? Na, ich dachte, das wäre ein Weg weiter. Nee. Ja, okay, komm. Holen wir uns mal ein Fahrrad. Oh, nee, der falscheste Weg dafür gerade. Okay. Man kommt einfach nicht hin, ne? Hier muss ich einmal rumlaufen. Um den großen Berg. Warum hat den keiner abgetragen? Braucht doch keiner. Kannst du ein Einkaufszentrum hin, ne? Ach ja. Also gut, ich will, ne, weil bei manchen Spielen ist es meistens immer Dreieck. Entschuldigung. Pyramide. Es ist wirklich nicht so einfach, hier einmal den Weg zu finden, ne? Gib mir doch einfach den Weg, Spiel. Eigentlich nur geradeaus, ne? Wir gehen den Weg. Hoch zu Ross, damit die auch gleich wissen, wer ich bin. Oh, shit! Wir sind ja schon gleich da. Was denkt der denn? Was denkt der denn, dass hier geht?
Ich habe damals Synchro für Ronin gemacht. Kannst dich erinnern? Warte mal. Quirk! Ja, ja, du warst dieser 25. Dödel mit dem komischen Zopf auf dem Kopf. In dem Dorf, ne? Ja, Mann! Quirk! Ich glaub's ja nicht, dass ich dich hier treffe. Oh oh, ich habe ja gar nichts mehr. Habe ja gar nichts mehr. Habt ihr nicht gesehen? Schlag! Und das Gemeine an einem Spiel ist nämlich die Tatsache, dass man dann immer wieder von vorne anfängt. Okay, jetzt geht's wirklich ganz massiv ab. Ah! Idiot! Ah, das Blocken geht halt einfach ohne Energie nicht mehr. Oh. Der verdammte Wolf. Ah.
Es fühlt sich so gut an, wenn man wieder einmal ein kleines Dorf befriedet hat und der Handel einkehrt und ich beschissen werde mit absurden Kosten. Guten Tag. Seht ihr? Und schon geht's los. Schon sind sie alle da und wollen vor allen Dingen eine Hose. Pferd wechseln, Sattelzeug. Was kann man denn kaufen? Einfach ein schnelleres Pferd oder was? Habe ich natürlich nicht. Wir sehen uns. Hey du, hier drüben. Hier. Ja. Was verkaufst du? Sniperanzüge. Haha, danke. Ich verdanke dir mein Leben. Ich dachte schon, das wäre mein frühes Ende. Räuber, sie haben unser Dorf ohne Vorwarnung überfallen, diese Mistkerle. Aber dank dir sind alle wieder zurück. Jetzt können wir das Dorf gemeinsam wieder aufbauen. Ich möchte dich für deine Hilfe belohnen. Auf dem Hügel ist eine Höhle, in der du die Beute der Schurken finden wirst. Sollte dein Weg dich an ihr vorbeiführen, könntest du darin etwas Nützliches finden. Na, wie klingt das? Ich nehme mal an, du wurdest am Kontrollpunkt abgewiesen, stimmt's? In der Höhle solltest du einen Passierschein finden. Das ist aber wenn praktisch. Du einen Passierschein willst, dann solltest du dich besser beeilen, bevor ein anderer Ronin dir zuvorkommt. Ist es dir gut? Keine Eile. Lass dir nur Zeit. Ah. Nee, das ist ja Quatsch. 3 haben wir schon. Alles interessante Sachen, aber ja. Kugeln sind, finde ich, am wichtigsten. Kann ich nur 2 haben. Gibt es sonst noch etwas? Ah, willst du vielleicht hier einfach meine 200 Waffen haben? Mal gerade gucken. Okay, den habe ich ausgerüstet. 44. Habe ich noch einen besseren? Oh, ich habe doch schon bessere. Geb gut auf dich. Ja, jetzt warte doch mal. Ich komme doch gleich wieder, meine Freundin. Ich will doch nur schnell mal meine Ausrüstung ändern. So, den Odachi gegen einen besseren. Den Irrlicht Uchigana ist auf jeden Fall nicht schlecht. Massengefertigtes Schwerpaar mit... Okay, wir bleiben erstmal der Odachi. Dann das Schwertpaar. Man weiß ja halt nicht, ne? Die Doppelschwerter oder das Katana. Ich nehme das Katana mal. Und hier habe ich leider noch keine Kampfstile, kriegt man natürlich noch. Was kann ich hier noch aufleveln? Vielleicht das unbewaffnete Konterfunken. Ah, also ich kann also auch unbewaffnet, kann ich kontern. Okay, und hier gebe ich jetzt meine ganzen Krempel. Keine Eile, lass dir nur Zeit. Sicher. Oh nein, er verkauft alles. Oh nein, was machen wir nur? Er verkauft alles. Er verkauft sogar das Holzschwert. Er verkauft das andere Schwert, den Säbel. Oh nein, den Bogen. Er verkauft doch nicht etwa den Bogen. Nee, das wäre wirklich blöd. Keine Eile. Lass dir nur Zeit. Key, Anti-Lähmungstablette, Gegendift-Tablette, Löschpulver. Das sieht eigentlich alles aus wie gute Sachen, ne? Oh, das weiß ich zu schätzen. Okay, nicht genug. Gib gut auf dich Acht, ja? Soll ich da... Nee, mit ihr habe ich doch schon genug geredet. Ist da noch irgendwas, was ich vielleicht hier rückkaufen, verkaufen, Zeit. Die wir jetzt kaufen, haben wir alles. Die Apotheke gut auf dich Acht, ist ja? Am Start. Aber was ist denn eigentlich genau, warum... kann ich die Medikamente nicht abgeben. Das ist ja auch so eine kleine Nebenquest noch.
Jetzt weiß ich's. Jetzt ist die Höhle, okay. Na schön, wir sehen eben auch noch. Wer du auch bist, du kommst sehr ungelegen. Du wirst du niemals entkommen. Sieh an, hier wird es richtig voll. Ah, zu früh. Keiner weiß einfach nicht, wann er aufhören sollte. Mir scheint, dass du nicht einfach irgendjemand bist. Hast du mich mal angeguckt? Bin offensichtlich der Hauptcharakter. Komm mit mir. Ja? Hier entlang. Hier entlang. Mach schon. Ich folge keinen Unbekannten in die dunkle Höhle. Hier soll ja Kram rumliegen. Der Ausgang muss irgendwo da lang sein. Ich spüre einen Luftzug. Also, um mal kurz eine Meinung abzugeben, ich habe mir gestern Abend das Video zu Ronin angeguckt auf meinem Kanal und hab beim Gucken voll Bock aufs Spielen bekommen. Was sagst du zu meiner Pistole? Das ist ein gutes Zeichen. Ne? Das ist ein gutes Zeichen. Freund aus Shanghai, auch wenn es nervt, manchmal macht's doch direkt wieder Bock. Also die Team Ninja weiß schon, was sie machen. Schwarzen Schiffe steht die Welt mich nämlich zum Ausrasten bringen. Was aus den Samurai wird. Wenn wir uns weigern, vom Westen zu lernen, werden wir abgehängt. Was habe ich gesagt? Dort geht's hinaus. Halte ich an mich, dann passiert ihr nichts. Sie griffen an, als ich in der Höhle nach einem Passierschein suchte. Ich habe meinen Clan verlassen. Aber wer hätte gedacht, dass sie mich aus Tossa bis hierher verfolgen würden? So befreiend ein Leben als Ronin auch ist, ist es diesen Ärger wert? Aber seltsam, dass du da drin auch angegriffen wurdest. Naja, bin direkt mitgemetzelt. Ich habe das Gefühl, dieser alte Kauz könnte uns reingelegt haben. Aber so läuft es nun mal in der Welt. Manche würden ihre eigene Mutter verraten, um noch einen Tag länger zu leben. Ja, aber die ist ja auch schon alt genug. Wenn niemand etwas unternimmt, ist dieses Land verloren. Sag mal, dein Schwertstil. Du kämpfst genau wie unsere Angreifer. Lass mich raten. Du bist ebenfalls ein Ronin auf der Flucht, stimmt's? Ich verstehe dich nur zu gut. Ah, wir sind da. Das ist der Ort, den ich dir zeigen wollte. Na, du willst also auch nach Yokohama? Tja, ohne Passierschein wird das allerdings nichts. Aber ich weiß vielleicht, wer welche haben könnte. Der Anführer der Verbrecherbande, die sich im Anwesen des örtlichen Magistrats eingenistet hat. Die stehlen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Seine Handlanger stehen sicher Wache. Aber du wirkst wie jemand, der sich verteidigen kann. Na, wie sieht's aus? Bereit, dir einen Passierschein zu holen? Na gut.
Haha, wusste ich's doch. In dir brennt eine Kämpferseele. Nein, nein, das ist nur der Döner Schaf von gestern. Okay, wir haben uns Verbündete. Oh, sorry. Oh. Okay, das ist hier Koop natürlich dann. Aber wir haben ja nur einen. Oh, sorry, Leute. Zeit für mich zu glänzen, was? Endlich! Das ist ein wirklich cooles Feature. Wann geht's weiter mit Last of Us? Oh ja, das habe ich leider ein bisschen, vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist aber auch natürlich auf der Liste und wird auch durchgespielt und ich bin jetzt erstmal einen Tag weg. Aber ich hab's auf der Liste, es kommt direkt dran als nächstes. Rise of Ronin, Dragon's Dogma, Tomb Raider, Last of Us. Aber es kann ein bisschen dauern. Es tut mir leid, es kann ein bisschen dauern. Weil jetzt gerade habe ich mal eine neue Taktik auf YouTube ausprobiert. Und zwar mache ich ja normalerweise alle Videos, alles was ich gut finde, kommt auf YouTube. Aber das funktioniert nicht mit dem Algorithmus. Ich habe es jetzt 2 Jahre probiert. Besser wäre, wenn ich einfach nur die Videos hochlade, die auch Potenzial haben. Was ich schade finde, weil dadurch da automatisch die ganzen Indie-Spiele weggehen. Die ganzen kleinen Spiele, auch sowas wie Last of Us, was dann nur 4000 Leute gucken, wäre dann irgendwann halt, würde ich dann irgendwann auch nicht mehr machen. Ich mache es natürlich fertig, aber ne, in Zukunft so. Also ich versuche nur noch jetzt erstmal in nächster Zeit nur noch populäre Sachen zu veröffentlichen. Und das hat dann auch ein bisschen Einfluss auf bestimmte neue Let's Plays und so, aber das müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich muss einfach mich auf dieses Jahr vorbereiten und es wird ein hartes Jahr mit vielen guten Spielen. Und die gehen alle lang. Pam, pam, pam! Also, weiß nicht, warum das nicht geht. Ihr seht's ja, ich mach's gerade falsch, aber eigentlich jetzt. Ja, weil der andere auch noch haut. Ey, was willst denn du hier? Einfach so von der Seite reinballern. Denkst du, das geht oder was? Also wirklich, nicht mal ehrenvoll. Nein, wie gesagt, ich spiele ja weiter Indie-Spiele und all das. Ich meine damit nur, ich werde nicht mehr so viel Kram auf YouTube Platz stellen. Oder ich muss mir was anderes überlegen, wie ich das hochstelle. Aber es bringt ja nichts, wenn auf ein Video, was den Algo zieht, 3 Videos kommen, die einfach irrelevant sind, weil sie viel zu klein sind, weil die Leute das nicht gucken. Das hilft leider dem Kanal da auch nicht, ne? Keine Eile. Lass dir Zeit. Ja, mysteriöser Mann mit einer Maske, der in der dunklen Ecke steht. Natürlich. Würde ich sehr gerne. Natürlich. Nix hast du. Ich nix danke dir hast du für mich. Für deinen Besuch. Aber das ist doch jetzt dieselbe Pagode, wo ich schon war. Also es sieht zumindest genauso aus, sagen wir es mal so. Ja, wo finde ich denn jetzt hier die würdigen Gegner? Kannst du keinen Zweitkanal machen für die, die nicht so gut geschauten Let's Plays? Ja klar, das ist auch so eine von den Überlegungen. Also ich habe ja gar nicht vor, die Sachen weniger zu spielen. Aber ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich die auf YouTube bringe. Weil so klappt es halt nicht. Wie geil, Alter. Was für eine Gemeinheit, ey. Ankommen, ein ganzes Magazin auf die armen Schwerträger abfeuern. Und dann nicht mehr zu einem fairen Kampf einladen, sondern zu zweit gegen einen und von hinten. Schön, an einem Wochenende in Berlin vielleicht. Aber nicht im Schwertkampf.
Ich glaube, ich habe hier ein Timing-Problem, weil auch... Ich sagte euch das mal, was ist so? Weil das ja durchgeschliffen wird durch meine... durch mein PC, das Signal. Und man da gerne die Millisekunden verliert, die man dann fürs Timing braucht. Da sind immer noch welche. Okay, komm, wo ist denn der Anführer? Die Händler haben alle schon längst ihre Lager aufgeschlagen und irgendwo stehen noch die Bösen? Der war jetzt echt zu spät gelernt. Ich muss kontern lernen, deswegen ab jetzt immer kontern. Oh. Ja, das war auch kein würdiger Gegner, nehme ich mal an. Was? Warum kommst du denn nicht hierher? Was machst du denn da hinten? Wenn man erstmal, wenn die Energie, die Ausdauer erst weg ist, dann kriegst du die Schläge einfach ab. Alter, was hält der aus? Wahrlich ein würdiger Gegner. Ja, das Kontern, leider kriege ich es nicht so gut hin, wie ich es gerne hätte. Das gebe ich zu. Aber muss man alles natürlich erstmal lernen. Ich dachte, er schießt wieder. Ich wollte natürlich den Pfeil zurückschießen. Er ist sehr ungelenk, der Dude, mit dem ich hier gerade spiele. Das ist ein bisschen blöd, dass die dann immer so stehen bleiben, weil ich meine, natürlich sollst du mitkommen. So kann ich doch keine schönen Taktiken dann machen. Habt ihr gesehen? Er hat auf mich, ne? Und er hat ihn von hinten. Teamwork. Zwei von drei würdigen Gegnern. Es wird natürlich gerne und viel bei diesem Spiel über die Grafik diskutiert. Ich bin dann immer so ein bisschen zwiegespalten, weil wir mittlerweile auf einem grafischen Niveau sind, wo ich irgendwie offen gesagt mich gar nicht mehr wirklich... Also ja, das sieht jetzt nicht so aus, als wäre es ein Spiel von 2024, das ist klar. Aber es soll vor allen Dingen auch ein Spiel sein, was auf einer PS4 läuft, denke ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass das auch für die PS4 gedacht ist, weil man eben auch Spiele verkaufen will. Und für den PC ist es dann natürlich ein bisschen schwach. Aber ich muss auch sagen, dass die Optik immer noch gut genug ist, dass ich da überhaupt kein Problem mit habe. Aber ja, ich verstehe so ein bisschen die Diskussion, aber ich denke mir, nicht jedes Spiel, zumindest für mich nicht, muss nicht immer jedes Spiel visuell bahnbrechend sein oder Neuland erobern. Mir reicht es wirklich, wenn ein Spiel einfach schön aussieht, wenn die Art Direction schön ist, wenn der Stil gut ist, die Farbwahl ist gut. Das ist halt ein schönes Spiel. Ich meine, es ist ein bisschen, es sieht, ich meine, er ist jetzt nicht der beste Maßstab, aber es ist schon okay. Also es ist nicht so, dass man sagt, oh Mann, es ruckelt die ganze Zeit, aber ich lieb's trotzdem oder so, sondern es läuft flüssig, es läuft wirklich durchgängig gut und sieht immer schön aus. Es sieht halt nicht sahnemäßig, ich glaube nicht, dass es echt ist, aus, aber es ist schon, es hat schon seinen eigenen Style, finde ich. Aber da kann man natürlich jetzt lange diskutieren. Ich will, wie gesagt, jetzt auch gar kein Plädoyer halten für das Spiel hier. Aber ich muss sagen, dass ich die Diskussion halt nicht ganz so schlimm finde. Weil
es sieht mittlerweile alles gut aus. Guckt euch das doch an. Ich meine, was da an Gras mittlerweile hinten, das hätten wir uns gerade hier in Deutschland niemals zu hoffen gewagt. Also es ist wirklich einfach schön gemacht. Hier ist viel los. Aber das geht natürlich auf Kosten dann auch immer von der Overall-Grafik, sag ich mal. Dafür ist es flüssig. Und der andere Modus, der ist überhaupt nicht okay. Mit der Qualität hast du dann meiner Ansicht nach einfach einen Nachteil, weil es ruckelt und sieht schön aus, aber ruckelt, das bringt dir gar nichts. Also das ist das Allerschlimmste, finde ich. Ruckeln bei so einem Spiel darf nicht sein. Da habe ich lieber eine mittelmäßigere Grafik. Habt ihr gesehen? Habe ich mal was versucht jetzt hier. Kopfsalto. Zwei. Mann, wo ist denn der andere Würdige? Es macht einfach Bock. Er hat wirklich eine gute Waffe. Ist das wieder so ein 100-Stunden-Game? Gute Frage. Wir werden es wahrscheinlich bei mir nicht mehr erleben. Bis zum Ende. Um dann zu wissen, wie viele es waren. Das muss doch hier drin sein. Ich dachte, da ist was, ne? Aber das war nur er. Würdige Gegner sind gesucht! Wenn jetzt bitte mal alle würdigen Gegner schnell zum großen roten Baum kommen würden. Nee, kommt keiner. Was machst du denn? Okay, sehr ungewöhnlich, dass ich den nicht finde. Normalerweise kommen die großen Gegner doch alle immer auf einen zu. Die sind ja eigentlich meistens unübersehbar. Vielleicht muss ich weiter hoch noch. Also bevor man alles erledigt hat und dann resettet, kommen auch die Gegner wieder. Das ist ja im Grunde nichts Neues, ne? So kennt man es ja. Außer wahrscheinlich die würdigen Gegner. Nehme ich mal an, die kommen wahrscheinlich dann nicht mehr. Der sieht auch nicht würdig aus. Da oben ist er, ganz sicher. Das ist ein würdiger Tempel. Ihr habt ja schon wieder versagt. Du bist voll Lebensmüde. Hölle mit dir. Boah, der ist hart. Du bist
Also der andere Stil ist gut, ne? Ja, dann lass ihn das sehen. Scheiße! Der ist schwer! Aber gut, ich habe da unten angefangen. Muss jetzt also nur noch den einen da oben erwischen. Das heißt, ich kann einmal direkt mit der ganzen Energie hochlaufen. Aber der andere hat offensichtlich die besseren Skills dafür. Okay, wo ist der Ausgang? Nee, komm her! Boah, jetzt geht der andere wieder dahin. Ah, okay, da muss man halt mehrfach, ne? Scheiße, jetzt habe ich die Energie gerade gefressen. Gibt's doch nicht. Oh,
Mann, komm! Hör auf mit dem Kämpfen! Es ist so zum Kotzen teilweise schon wieder. Ich hasse diese Scheiße schon wieder mal, ey. Es ist immer dasselbe mit Tim Ninja. Was ist denn euer Scheißproblem? Warum seid ihr solche Arschlöcher? Wirklich. Genau, diesen Scheiß spielen. Lass mich jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, wirklich. Nee. Aber zu Ende werde ich es nicht spielen. Sag ich jetzt schon. Geht mir jetzt schon teilweise wieder so auf den Nerv. Mit diesem komischen Timing beim Ballern und beim. Oh, habe ich gerade keinen Bock mehr auf das Spiel. Ah, also länger als eine Stunde kann ich das nicht. Tötet mich. Länger als eine Stunde kann ich das nicht aushalten, muss ich ehrlich sagen. Das etwa schon? Erbärmlich! Du bist erbärmlich. Alter. Warum kann ich dir nicht kontern? Oh!
Puh. Ey, du stehst einfach da und kannst nichts machen, ne? Ich, ist nicht so, als ob ich nicht weiß, wie man blockt, sondern du bist einfach gestunt und musst diesen Scheißschlag einfach ertragen. Und es ist so demotivierend. Gott, ey, wirklich ein absoluter Scheißgegner. Du hast es mir nicht leicht gemacht. Alter, jetzt komm doch! Das sieht gar nicht gut aus! Ich wollte natürlich die Waffe wechseln. Komm jetzt! Nein, Mann, du sollst da nicht hin! Also das ist wirklich mit das Dümmste, was ich je gesehen habe, ne? Du nimmst den einen, gehst runter, kommt der andere. Also, man kann hier halt überhaupt nicht taktisch kämpfen. Ist komplett unmöglich. Das meine ich! Ich kann doch gar nichts machen! Gott, nee, ey. Wirklich nicht. Da spiele ich echt lieber an mir rum. Da reiße ich mir lieber die Zehennägel raus, als dieses Spiel weiterzuspielen. Was schon? Du bist voll lebensmüde. Yeah.
Oh, komm, ey! Oh Gott, 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 bin ich durch mit diesem Spiel. Ich spiele es jetzt noch weiter, aber nur noch, bis ich den besiegt habe und dann war es das. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte diese Art von Spielen einfach nicht mehr spielen. Das ist meiner Ansicht nach mittlerweile echt auf einem Level, wo es einfach nur noch scheiße ist und keinen Spaß mehr macht. Diese ganzen Spiele leckt mich alle am Arsch damit. Wirklich, ernsthaft. Dieses ganze skillige Rumgewichse die ganze Zeit. Bring doch einfach mal ein Spiel, was Spaß macht. Wie wär's denn mal damit? Team Ninja. Einfach ein Spiel, was unterhaltsam ist, wo man gerne reinspielt, wo man nicht wütend wird, wenn man die Scheiße nur sieht, die ihr da abzieht. Einmal möchte ich von euch ein Spiel haben, was mich nicht wütend macht. Es klappt nicht! Ist das etwa schon? Erbärmlich! Oh, ich habe aber auch wirklich gar keine Lust mehr gerade mehr, ne? Es macht wirklich keinen Spaß. Ihr habt ja schon wieder versagt. Was so? Ist voll lebensmüde. Hat das denn schon jemand im Chat? Spielt das schon jemand? Findet das jemand gut? Ich würde gerne mal eine Meinung hören. Ich bin mittlerweile echt an einem Punkt, wo ich bei solchen Spielen einfach nur noch sage, für mich ist nichts mehr. Da bin ich einfach echt zu alt für. Reflexe sind nicht mehr die richtigen. Ich habe auch keinen Bock mehr, so offen gesagt. Ich habe ein Leben. Ich habe keinen Bock mehr, mich auf so ein Spiel, also sowas von einzulassen, dass ich das dann irgendwie als einziges spiele, habe ich irgendwie null Bock drauf. Hab ich schon wieder versagt. Bin wirklich sehr frustriert gerade. Sollte eigentlich nicht der Gedanke von so einem Spiel sein. Lebensmüde! Zur Hölle mit dir! Und du kannst nichts dagegen machen! Was bist du? Hier!
Hatte überlegt, weil ich dachte, es ist mehr wie Ghost of Tsushima, aber wenn ich das so sehe, bin ich raus. Ganz im Ernst, spar's dir. Spar es dir. Spar's dir einfach. Kauft's einfach nicht. Bitte kauft dieses Spiel nicht. Vielleicht hören sie dann auf, solche Spiele zu entwickeln. Schon wieder versagt. Was schon? Bist du mal lebensmüde? Zur Hölle mit dir! Pass auf! Oh Mann, ey, und ich fress die ganze Zeit die Dinger aus Versehen. Hintereinander! Gott, hasse ich dieses Spiel! Nicht möglich ist! Das ist so gemein, Mann! Gemacht.
Also ich hasse es, wirklich hasse es, absoluter Hass, ultimativer Hass, Dreckspiel, absolutes Schweinespiel. Möge jeder, der sich Spiel beteiligt ist, auf Lego laufen, solange er lebt. Möge ihm der Arsch nie wieder festen Kot entfleuchen. Möge er Dünnschiss haben, bis er einfach ausgelaugt ist, wie so ein alter Wasserschlauch. Geh heim und kack mal richtig ordentlich in deine Nase, du Scheißentwickler. Absoluter Hass, Team Ninja, ey. Team Ninja gehört ausgerottet. Die sollten einfach aufhören. Die sollten irgendwie Kartenspiele produzieren oder was weiß ich. Das kann nicht gesund sein, sowas zu entwickeln. Was ist gerade passiert? Ja, richtig so. Nein! Bitte töte mich nicht! Warte! Ich gebe dir den Schlüssel zu unserem Lager. Einfach alles, was wir geplündert haben, findest du dort. Nimm dir, was du willst. Da findest du auch diese Vorrichtung, die wir erbeutet haben. Keine Ahnung, wozu sie gut ist, aber sie ist sicher wertvoll. Mir egal, ob du recht hast oder nicht. Das Beste ist noch das Aussehen vom Hauptcharakter in diesem Spiel. Du hast also Passierscheine aufgetrieben, was? Hast du auch einen für mich? Dieses Stück Papier bringt mich nicht nur durch den Grenzposten. Es ist viel mehr. Es öffnet dem ganzen Land das Tor in eine bessere Zukunft. Eine Zukunft, die ich mitgestalten werde. Ich spüre, dass sich unsere Wege erneut kreuzen werden. Wie wäre es mit einem Treffen in Yokohama? Dort gibt es einen Uhrenturm nach westlicher Bauart. Da treffen wir uns. Also dann, man sieht sich. Man ist ja nicht blind. Okay, wow. Selten hat mich etwas so genervt wie dieses Spiel. Ich spiele gleich noch ein bisschen weiter oder ich wechsle das Spiel, muss ich gleich nochmal überlegen. Aber ich würde es euch echt nur empfehlen, wenn ihr extreme Frusttoleranz habt und wenn ihr Team Ninja Spiele kennt. Team Ninja ist ein Haufen mieser Schweine. Wirklich, mieser Schweine. Die einfach den ganzen Tag lang nichts Besseres zu tun haben, als sich Sachen zu überlegen, wie Leute an ihren Spielen verzweifeln. Die haben einfach einen winzigen Penis. Es ist so winzig. Ich habe es gesehen, wie ein Knopf, der invertiert, also der geht rückwärts. Eigentlich müssten die auf jeden Fall ihr Geschlecht ändern am Pass. Aber gut, ist ja nicht mein Ding. Sind sie halt Spackos. Ich mache jetzt kurz Werbung und reg mich ab, hol mir einen Kaffee. Danach sehen wir uns gerne wieder. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran. Und wenn nicht, könnte ich es verstehen. Bis dann.
Okay. Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Das ist der Stuhl! Der Stuhl glatt. Das ist ein entsetzlicher Stuhl. Das ist der Stuhl! Das hier ist ein Stuhl! Das ist der. Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. So wissen die nicht, was ein Stuhl ist. Stuhl? Jawohl! Das hier ist ein... Mann, ist der Stuhl glatt. Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Und da auch noch zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Sie interessiert sich auf einen richtigen Stuhl, die man Fernseher haben. Das ist der Stuhl! Da kann man drauf sitzen! Das ist ein Stuhl zum Sitzen! An was für einen Stuhl dachten Sie? Ja, da sind wir wieder. Wahnsinn, langsam. Okay, wir sind wieder da. Wir spielen das schlimmste Spiel, das heute verfügbar ist. Und ich kann euch nur raten, es nicht zu kaufen. Ich werde jetzt mal versuchen, hier weiterzukommen. Ich weiß aber auch gar nicht. Passiere den Kontrollpunkt. Ach so, ja genau, wir haben ja den Passierschein. Geht wahrscheinlich jetzt direkt hier weiter, oder? Denke ich auch. Oh, Bums! Nee. Das Lagerhaus. Das Game ist deutlich leichter als die anderen Games von Team Ninja, würde ich nicht sagen. Ich weiß nie, was das bedeutet. Leute sagen immer, das wäre anders als das und das ist schwerer als das und Nio ist schwerer als Wolong oder Wolong ist schwerer als Sekiro. All dieser Kram. Oder auch nicht. Colonel Hogan sagt immer, und da hat er vielleicht recht, aber auf jeden Fall sagt er mir das immer, dass er Wolong super einfach fand und ich denke jedes Mal, soll ich dir jetzt einfach ins Gesicht hauen? Aber dann mache ich es ja nicht, weil er so weit weg ist, weil ich auch nicht weiß, wo er wohnt. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die sagen, dass Wolong richtig easy wäre und jedes Mal macht mich das wütend. Ich mir denke, nee, ist es halt nicht. Okay, was haben wir noch? Odachi, den nehmen wir auf jeden Fall. Und das andere war dann ja jetzt das Irrlicht. Nehmen wir die Hellbarde. Also, kurz mal sagen. Immer jetzt ganz kurz, ich weiß, ne, ich bin hier immer der, der sich immer aufregt, weil er Scheiße spielt. Bla bla bla, mir doch egal, dann guck doch woanders. Was ich sagen will ist, das Spiel hat gute Sachen, ne? Will ich dem Spiel nicht abreden. Aber Team Ninja hat ein echtes Problem mit Schwierigkeitsgraden. Das meine ich jetzt ernst. Das ist kein Feature, etwas zu schwer zu machen, dass es keinen Spaß macht. Die Kunst ist es, ein Spiel knifflig zu machen, spaßig, schwer, aber stemmbar. Und es kriegt halt
From Software gut hin und ich finde, Team Ninja kriegt es nicht so gut hin. Und immer, wenn ich das sage, kriege ich vielleicht auch zu Recht komplett den Hate der Leute ab, die sagen, du bist nur zu doof. Ja, aber dann bin ich halt einer von den 90% Doof-Männern, die solche Spiele halt auch spielen wollen. Was soll ich dazu sagen? Ich kann mich doch nicht dafür entschuldigen, dass ich zu blöd bin dafür. So ist es halt einfach. Und dann müssen wir dann halt auch einfach mal auf Leute wie mich eingehen. Warum dürfen denn dumme Leute nicht spielen? Was soll das denn jetzt? Und warum komme ich hier nicht runter? Okay, das habe ich jetzt am allerwenigsten erwartet, dass der da einfach 300 Meter runterhüpft. Oh Mann, das sieht aber auch schön aus. Ich weiß, ihr findet die Optik blöd. Es ist ein bisschen steriler als heutige Optik. Klar, so die, man sieht es ja so, die Steine und hinten die Texturen der Häuser und so, alles ein bisschen plan. Aber es ist eine schöne Optik. Okay, das muss ich wirklich, das darf ich... Man ist es ja gewohnt, ne, dass man nicht runterfallen darf. Mal geht's nicht. Hier geht's auf jeden Fall offensichtlich. Die Schlappen, die Bambusschlappen halten alles ab. Kämpfen? Freunde? Nee, ihr seid gut, ne? Okay. Ich hätte euch beinahe gemetzelt. Wo ist dein Passierschein? Stimmt, den Gleiter hätte ich benutzen sollen, natürlich. Also hier so, ne, so ein Schwebeding. Dafür war's da. Na gut. Nee, ich habe noch nicht passiert. In Shogun reingesehen. Da versucht das wieder der Colonel Hogan. Er versucht da wieder mich zu motivieren, solche Spiele nicht scheiße zu finden. Ob er jemals damit Glück haben wird? Um beim Thema zu bleiben, Frust bei Wolong war eigentlich nur bei extrem unfairen Kämpfen, also per Definition unfair. Drei Typen gegen dich ist schon übel gewesen. Ja, also Wolong habe ich... Also das Ding ist, nach ein, zwei Jahren, wenn das Spiel durch ist, hat man ja so eine Erinnerung. Und ich habe an Wolong wirklich so ein richtig, wie wenn man was isst, wo einmal schlecht geworden ist vor ein paar Jahren. Dann denkt man so, Es ist wirklich, das kann nicht das Ziel sein, Leute. Ich mag diese Spiele, kann nicht das Ziel sein, dass ich Würgegefühle kriege, wenn ich an die alten Spiele, an die alten Zeiten mit diesen Spielen zurückdenke. Das ist nicht, wie es sein sollte. Da bleibe ich bei. Na los, Beeilung, Sie sind hier! Durch. Entschuldigung. Verzeihung. Es ist offensichtlich. Die westlichen Nationen sind uns, was Stärke betrifft, deutlich überlegen. Wenn wir nicht aufrüsten, sind wir in Frieden. Das ist genau der Grund, warum wir von Ihnen lernen und bereit für eine Wahl sein müssen. Glaubt ihr, die haben sich diese Frisur, genau wie die Mönche oben mit diesem Loch, glaubst du, die haben das gemacht? Weil die alten Männer, die Glatze kriegen, irgendwann gemerkt haben, scheiße, ich kann die Frisur nicht mehr tragen. Also ist das jetzt die Frisur? Glatze ist das neue Haar. Ich bin mir da ziemlich nah dran, glaube ich. Sehr guter Tipp von Colonel Hogan, Wolong war ein defensives Spiel. Wer Bosse angreift, hat schon verloren. Das ist, glaube ich, der Punkt, warum mir das nicht gefallen hat am Ende. Weil das so konstruiert ist. Das ist wie Sekiro, halt so konstruiert auf diese Taktung des Blockens und Konterns.
Aber wenn du nicht genau diese Autobahn fährst, die die für dich machen, hast du keine Chance. Sind die schwarzen Schiffe aus Amerika erneut in Japan? Halt kein Elden Ring! Yokohama ist in Aufruhr. Und in der Stadt versammeln sich jene, die Japans Zukunft formen werden. Exactly. I can't believe it. Das ist aber auf jeden Fall schön, so ein bisschen Sightseeing. Ich finde, ich passe hier ganz gut rein. Ist der neue fesche Style, Alter. Ich bin der Augenbro. herrlich. Ganz ruhig, Augenbrauner. Andere Ronin treffen. Nein, Mann, ich will nur noch kämpfen. Nicht mehr treffen. Außer mit dem Schwert. Ach so, der ist das. Na gut, dich treffen wir. Hallo. Hallo. Vielleicht kann ich den ja mitnehmen. Du hast es also geschafft. Seit der Ankunft der schwarzen Schiffe und der Eröffnung des Hafens ist hier ordentlich was los. Und? Was führt dich eigentlich nach Yokohama? Deine Mama. Was machst du in Yokohama? Deine Mama. Nein, jetzt mal ernsthaft. Das ist Privatsache. Ha, naja, ich kann dich nicht zwingen, es mir zu sagen. Ich bin hier, um Shoin Yoshida zu besuchen. Er ist ein großer Meister, dessen Blick fest in die Zukunft gerichtet ist. Die Wahrheit ist, wir hatten beide denselben Lehrmeister. Inzwischen hat er seine eigenen Schüler. Er und seine Schüler sollten bereits hier in der Stadt sein. Das sind sehr interessante Menschen, glaub mir. Hey, pass gefälligst auf, wo du hinläufst, ja? Herr, ich danke euch. Das ist wirklich sehr aufmerksam. Mein Name ist Taka Murayama. Der ist vergiftet. Ich bin Geisha im hiesigen Vergnügungsviertel. Ich wäre höchst erfreut, euch beide dort bald willkommen zu heißen. Oh, die Freude wäre ganz unsererseits. Wir wollten sowieso gerade in diese Richtung gehen. Nee. Welch vortrefflicher Zufall. Auf bald! Toll! Los, jetzt komm mit. Das feiern wir am besten am aufregendsten Ort der Stadt. Ein Ronin muss kämpfen. Das ist ein guter Ort für Tratsch. Dort hört man die neuesten Gerüchte. Ich will trotzdem noch speichern, geht nicht? Okay, ich muss mitgehen. Hast du die Frau da gerade gesehen? Yokohama hat Sehenswürdigkeiten, die ich noch abklappern will, ehe ich Meister Shoin suche. Beeilen wir uns. Ihr dient dem roten Dämon! Ihr solltet lieber die Ausländer vertreiben! Die AfD, ne? Die gibt's überall. Die AfD ist immer. Spitzt sich immer mehr zu. Der rote Dämon geht mit harten Mitteln gegen die Anti-Shogunat-Fraktion vor. Sag mal bitte, ob diese Shogun-Serie gut ist oder ob die nur gehypt wird. Haben das würde mich dich, mal interessieren. Sakamoto, leiste keinen Widerstand, sonst wirst du überrollt. Bitte, gebt endlich auf. Zu früh, mein Fehler. Komm, mach. Habe ich ihn getroffen dadurch? Ah, dieses primitive Gesindel. In Tosa gibt es kaum jemanden, mit dem man vernünftig reden kann.
Solide 7 von 10. Beste Disney Plus Serie. Historisch angelehnt. Ich denke, da wollen wir hin. Das sieht doch wie das Freudenviertel aus. Also es ist kein Kleopatra, wollt ihr damit wahrscheinlich sagen. Ne? Es hält sich wenigstens einigermaßen an die groben Vorgaben, welche Menschen da gelebt haben. Da bin ich gespannt. Also Shogun werde ich mir da mal angucken. 7 von 10 reicht ja dann schon, wenn man an dem Thema interessiert ist. Aber hat ja auch sonst noch höhere Wertungen. Das ist ja interessant. Das sind quasi so die Schaufenster wie in Amsterdam oder so, ne? Nur, das ist ja verrückt. Naja, ältestes Gewerbe der Welt. Aber das sind doch Geishas. Ich dachte, Geishas sind doch eigentlich nur so Unterhaltungsdamen. Das ist ja so dieses Klischee, dass man, dass das was Erotisches hat, aber das hat's ja gar nicht. Die können einfach nur sehr gut, Wie hast du uns erkannt? Skat. Ihr seht sehr elegant aus in eurem ledernen Schuhwerk. Ich wusste sofort, dass ihr gemeint seid. Scharf beobachtet. Du wirst sicher eine gute Geisha abgeben. Ich heiße Kichi. Kichi Saito. Erlaubt mir, euch im Freudenviertel willkommen zu heißen. Oh, ehe ich es vergesse. Bitte seht davon ab, eure Waffe zu ziehen oder sich ungebührlich zu verhalten. Wir dürfen nicht unser Schwert ziehen. Welches Schwert meint ihr damit? Jegliches Benehmen, das andere Gäste daran hindern könnte, sich zu amüsieren, ist zu unterlassen. Ja, sag das mal Team Ninja. Ihr wollt doch niemandem den Abend verderben. Ja, exakt. Ganz recht. Es ist nicht gestattet, die Schwerter an eurer Hüfte zu ziehen. Zuweilen streiten unsere Gäste sich um die Objekte ihrer Begierde. Ihr könnt euch sicher denken, was geschehen würde, wenn Waffen erlaubt wären. Jeder kriegt eine Hälfte? Wenn ihr mir nun bitte folgen würdet. Na gut. Hier entlang bitte. Das ist also das Freudenviertel. Endlich sind wir hier, mein Freund. Ah, was für ein Ort. Oh, schön. Hier trägt sich sicher allerlei Verrücktes zu. Es wurde erst nach der Ankunft der schwarzen Schiffe erbaut. Hier verkehren alle möglichen Leute. Es ist ein Ort, an dem Ausländer und Samurai miteinander in Kontakt treten. Na ja, das kann ich mir vorstellen. Wusstet ihr schon, dass Taka zu unseren fähigsten Geishas zählt? Es kommt nur selten vor, dass sie jemandem so schnell einen Besuch gestattet. Ihr beide habt wirklich großes Glück. Bitte wartet hier. Taka wird sich bald zu euch gesellen. Möchten Sie noch mehr? Danke, meine Liebe. Was ist das für ein schöner Ort? Gut, dass wir hergekommen sind. Verzeiht bitte die Störung. Ich danke euch vielmals für die Geduld. Bitte, erlaubt mir, mich eurer anzunehmen. Ja, aber wir haben doch gerade schon, die anderen haben doch auch schon eingegossen. Kostet jedes Mal wahrscheinlich richtig viel Geld. Mich überkommt das Gefühl, dass dies euer erster Besuch im Miyazaki-Viertel ist. Ja, das stimmt. Dies ist ein Ort vielerlei Vergnügungen. Genießt ihn und lasst die echte Welt hinter euch. Wo
Wusste ich's doch, dass ich hier vorhin ein vertrautes Gesicht gesehen habe. Ich geh mal lieber Hallo sagen. Hä? Was für ein überaus charmanter Mann. Seid ihr zusammen nach Yokohama gereist? Mein Charakter redet doch gar nicht. Lügen habe ich noch nicht. Ach, tatsächlich. Ihr habt so vertraut miteinander gewirkt. Deshalb hatte ich es angenommen. Dürfte ich fragen, was euch in die Stadt führt? Ich bin wegen dir hier. Ist immer eine gute Antwort. Meine Güte. Ihr seid ja unverblümt. Doch ich muss zugeben, dass mir eure Aufmerksamkeit sehr schmeichelt. Damit seid ihr nicht allein. Es scheint tatsächlich irgendwo in der Stadt zu sein. Allerdings weiß niemand wo. Vielleicht erfahren wir es bald. Oh, wie der Zufall es will, habe ich Gerüchte gehört über einen gewissen Samurai, der an Bord des schwarzen Schiffes war. Wisst ihr, bei meiner Arbeit hier bekomme ich so einiges mit. Doch bevor ich mehr verrate, hätte ich eine kleine Bitte an euch. Ich möchte euch bitten, mit einer dieser modernen Kameras Fotos vom Freudenviertel aufzunehmen. Aber das ist doch die eine Sache, die man da nie will. Ich zeige die Dinge, wie sie sind. Nun, ich will diesen Ort für die Nachwelt festhalten. Erfüllt mir meine Bitte, dann erzähle ich euch mehr über den Samurai vom schwarzen Schiff. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ihr müsst zum Fotoatelier und euch eine Kamera besorgen. Ich weiß, dass ich auf euch zählen kann. Die ist jetzt nur reingekommen, um mir einen Auftrag zu geben. Also, das hat sich ja jetzt für mich direkt wieder zur Arbeit entwickelt. Nee, da lang. Oh, du bist es. Du hast also genug für heute Nacht? Habe ich. Leider hat auch er keine Ahnung, wo sich Meister Shoin aufhalten könnte. Hier sind die Leute meist gut informiert. Doch heute fand ich gar nichts heraus. Und du? Hattest du Spaß? Ja, Mann, wir haben 5 Minuten gequatscht. Du lässt dich wohl gerne in Sachen reinziehen, was? Oh, immerhin konnte ich eine Sache in Erfahrung bringen. Ich kenne den Besitzer des Langhauses hier in der Nähe. Selbst Ronin wie du müssen irgendwo schlafen, stimmt's? Ich organisiere uns dort ein Zimmer. Komm später vorbei, hörst du? Schön ist es hier bisher. Ist es ein Vogel oder ein Pferd, was dann immer zu hören ist? Es ist etwas heruntergekommen, dafür aber sehr geräumig. Hier kannst du deine Kleider oder Habseligkeiten aufbewahren. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Es ist gar nicht schlecht, sich gemeinsam etwas zu entspannen. Ah, eine neue Waffe. Neu. Ah, das ist ja mal ganz gut. Das ist wirklich mal ganz sinnvoll, weil ich ja echt nur
ganz lamen Schrott habe. Dorf, nee, nichts davon sind richtig... Es sieht schon lustig aus, ne? Aber was soll ich damit? Ja, sowas hier. Bringt doch ein bisschen mehr, nehme ich mal an, oder? Stiefel. Primärwaffe nehmen wir. Ja, nehmen wir mal die Perlmutt-Hellbarde von dem einen Endboss. Und als Sekundärwaffe nehmen wir mal den Bogen. Hab doch gespeichert. Wie kann ich speichern? Bestätigen. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht speichern. Er sieht halt wirklich wieder genauso aus. Mann! Aussehen. Einmal machen. Einmal noch. Geht hier nicht. Ach, das. Da ist das für... Nee, der ist perfekt. Der ist perfekt. Bestätigen, zurück, übernehmen. Okay. Waren wir schon, sorry. Wollte eine woanders hin. Gut, gehen wir. Mein Gott, der hat keine Schuhe an? Ach nee, weil das im Haus ist. Im Haus keine Schuhe. Ziemlich gut, oder? Du kannst es nach Belieben nutzen. Ich schaue hin und wieder auch mal vorbei. Von nun an sage ich allen, dass wir hier zu finden sind. Das sollte die Dinge etwas in Schwung bringen. So, ich verabschiede mich für heute. Ich suche noch weiter nach Hinweisen zu Meister Shoins Aufenthaltsort. Tee? Haha, du fühlst dich gleich wie zu Hause, was? Ich muss leider los. Aber ach, seht ihr, da hat er sich direkt... Das hier ist für dich. Hat er sich begehrt gefühlt und mag mich jetzt ein bisschen mehr. Sie ist gebraucht. Nimm's mir nicht übel. Aber nützlich ist sie trotzdem. Cool. Neuer Kampfstil ist auf jeden Fall eine gute Idee, das mal zu benutzen. Ja, liebe Menüs, hört doch mal auf. Lasst mich mal eine Sekunde auch was machen. So, Kampfstil mächtige Odachi-Hiebe. Und der Odachi ist auch eingestellt. Okay. Für Speer habe ich aber nur den. Okay. Das ist jetzt wieder der Part, der mir voll Bock macht. Bei Team Ninja spielen. So dieses ständige Waffen wechseln, diese Freiheit, die man da hat und auch die Notwendigkeit, immer wieder neue Waffen auszuprobieren, weil natürlich jeder Gegner auch eine andere Waffe bedingt. Das macht mega Bock. Ich finde wirklich nur, es sind fast immer nur die Endbosse, die mich bei Team Ninja nerven. Gerade weil der Rest so schön ist, finde ich, braucht es das dann nicht, denke ich mir immer. Gibt es sonst noch was? Oh, haben wir überall was. Reicht doch. Hab vielen Dank. Ach, ich hab die eh schon, ne? Gibt es sonst noch was? Ja, dann brauche ich das nicht kaufen. Aber ich weiß nicht, wohin mit dem Geld. Oh ja. Gibt es sonst noch was? Gibt es sonst noch was? Alles gekauft. Der Mann ist glücklich.
Uns wurde berichtet, dass hier dubiose Gegenstände gefertigt werden. Hey, du! Was suchst du hier? Du wirkst verdächtig. Wer bist du? Sag schon. Auf Befehl von Fürst Yi sollen wir alle festnehmen, die uns verdächtig erscheinen. Ja, diese Redekünste wären nicht schlecht. Willst du dein Blut an meiner Klinge sehen? Du begehrst auf? Na gut, einer ist weg. Ich werde dir Vernunft einbläuen. Ja, blau. Blau ist genau die richtige Farbe. Okay. Das war ein guter Kampfstil. Glaube ich. Du hast mir sehr geholfen. Ja, also Hochhand, normal. Ja, das sind die zwei Stile. Notachi! Ryu! Ich danke dir. Diese Holzköpfe, die halten Kameras für eine Art Waffe. Ist das Wirt? Ich würde sie dir ja gerne vorführen. Aber leider ist sie nun kaputt. Wie halte ich mich jetzt über Wasser? Der klingt wie Wirt. Igashichi. Funktioniert sie wieder? Ich fürchte leider nicht. Ohne die Skizze kann ich sie nicht reparieren. Ist das da rechts Wirt? Elenden Diebe. Das bilde ich mir ein, oder? Ist das wahr? Hört sich nicht gut an. Die haben ja keine Ahnung, wie wertvoll ihr Diebesgut ist. Aber ich kann wohl kaum bei denen aufkreuzen und es zurückfordern. Moment mal. Das ist doch mein Gleiterprototyp. Sag bloß, den hast du den Dieben abgeknöpft. Klingt ein bisschen nach mir, ne? Unglaublich. Ob das klappt, ich weiß nicht, aber möglich wär's. Mir schwebt der ultimative Plan vor. Ich brauche meine Skizzen wieder. Wenn du mir hilfst, schenke ich dir eine Kamera. Na, wie klingt das? Eine klare und vernünftige Antwort. In dir steckt eine Erfinderseele. Die Diebe haben eine Basis in den Ruinen der Burg Maita. Okay. Ach, ich hab mich ja noch gar nicht... Also da... Oh je. Ich fürchte, das lässt er sich nicht ausreden. Sei so gut und hilf ihm, ja? Das könnte echt Wirt sein. Er ist es nicht. Aber er könnte es voll sein. Reiten macht natürlich irgendwie immer Bock, ne? Scheiße. Okay. Das ist schon eine große Welt.
Kann man schon gut rumreisen. Aber es ist halt auch kein Ghost of Tsushima. Ich finde, Ghost of Tsushima hat noch eine etwas schönere, stilsicherere Grafik einfach, weil das so diesen eigenen Style hat. Das erkennt man auch direkt, das Spiel und so. Sieht auch sehr schön aus. Ist natürlich viel leichter zu spielen und dadurch finde ich das offen gesagt auch ein bisschen empfehlenswerter. Ja geil, endlich kann ich mal jemanden killen. Hä? Komisch, ne? Ich hab im richtigen Moment gedrückt, aber ich hab irgendwie das Timing bei ihm nicht so ganz raus. Ah, von hinten, ja, sehr unangenehm. Die armen Hunde! Die armen Hunde! Ist doch so! Hammer! Einfach so! Und deswegen verlieren die Samurai gegen die MGs. Ich habe den Tom Cruise-Film auch gesehen. Mann, ich Idiot! Ich hatte doch gar keine Energie mehr. Okay, der ist ein bisschen stärker. Den sollte man vielleicht auch mal versuchen, von hinten zu erwischen. Ich glaube, ich kann mit dem nicht so gut blocken. Das sind die Waffen. Die sind zum Blocken, glaube ich, zu lahm. Zumindest so. Also der Odachi ist schon der richtige hier. Nee. Ja, ich kann es nicht... schwierig, ich kann es nicht ändern. Das ist schon der Beste. Den muss ich ein bisschen behalten.
Ah, okay. Belohnungen gibt's dafür. Gut. Sehr, sehr gut. Was darf es sein? Kann ich noch was für dich tun? Man weiß ja nie, wann man es braucht, ne? Kann ich noch was für dich tun? Ah, Heilkraut ist auf jeden Fall schon... Hab vielen Dank auch. Wichtig, wichtig, wichtig. Komm jederzeit wieder. Oh, warte, ich verkaufe dir noch schnell den anderen Schrott. Was darf es sein? Ich krieg ständig neue Waffen, das ist nicht so wichtig. Oder Moment. Ah, der ist auch nicht so schlecht. Kann ich noch was? Ich verkaufe mal alle blauen. Und grauen. Kann ich noch was für dich tun? Kann ich noch was für dich tun? Kann ich noch was für dich tun? Komm jederzeit wieder. Okay, das werde ich. Was denn? Was denn? Was denn? Ist alles gut? Na gut. Das muss nicht sein.
Oh, ich brannte ja auch. Ah. Dachte, ich kann vielleicht hier irgendwie... Manche können es halt dann doch. Dafür gibt es jetzt auch einen anderen. Okay. Das geht also für beide Waffen. Die Stances. Kamera! Gib die Kamera! Ah, da bist du ja! Hör zu! Hier ist der Plan. Die Diebe haben sich in der Burg verschanzt. Dort einfach so reinzuspazieren wäre praktisch Selbstmord. Aber mit meinem Prototyp kannst du von hier aus hineingleiten. Sobald du in der Burg bist, musst du nur noch meine Baupläne finden. Kannst losgehen? Bereit, die Lüfte zu erobern? Fabelhaft! Und keine Sorge, ich habe ihn zwar nie getestet, aber meine Berechnungen sind fehlerfrei. Wenn etwas passiert, werde ich dir leider nicht helfen können. Aber du kommst sicher allein zurecht. Viel Glück. Viel Glück auch euch, wenn ihr Bock habt, ein Pad zu bestellen. Hier, ich benutze jetzt ja gerade ein PS4-Pad, aber normalerweise benutze ich das eSwap X2. Und bis morgen könnt ihr da noch mit 20 Euro Rabatt mit meinem Code MONOFICIAL bestellen. Das kleine Info für euch. Kann ich einen Verbündeten wählen? Ja, den. Habe ich ihn ausgewählt? Ja. Und da habe ich auch keinen, okay. Gut, ist so wie es ist. Zeit für mich zu glänzen, was? Okay, Gleitflug war... Ich muss mal nachgucken. Ich habe es gerade eben gelesen, ich weiß, aber... Oh, was ist eigentlich da? Geht ja auch noch was, ne? Menschliche Bindung. Okay, die beiden, ne? Schauplätzen, Bindung. Okay, sehr interessant. Das lohnt sich auf jeden Fall. Erhöhter Schaden. In der Luft noch nicht. Kieferbrauch beim Verteidigen. Ja, das ist gut. Ha, heftiger Sturm. Quadrat. Digital links. Da muss ich mal gucken.
Okay, das war schon mal gut. Ausrüstung behalten wir. Missionen haben wir ja schon ausgewählt. Karte sehen wir auch alles. Eigentlich wollte ich doch nur gerade noch gucken, genau. Gleiten. Steht nicht. Ihr habt es mir bisher auch nicht geschrieben. Ich muss mal gucken, ob ich es einfach riskiere. Warum habe ich auch nicht gelesen? Naja, so eine gute Idee war das bisher noch nicht. Ach so, ich bin ja nicht alleine. Ich mache immer den Fehler, das hier zu drücken. In einem Moment, wo es falsch ist. Und dann bin ich für einen Moment gestunt. Und komme eben, krieg den nächsten Schlag ab. Also das ist natürlich meine Schuld. Es sieht für euch dann vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber wahrscheinlich ist es echt meine Schuld. Wie eigentlich immer in so Spielen natürlich. Aber das ist auch nicht so hundertprozentig klar bisher, wie man hier am besten kämpft. Für mich zumindest noch nicht. Ob man eher die Offensive nimmt, die Defensive. Das war prima. Oh Mann, was hat mich denn da getroffen? War das eine Wespe? Keine Ahnung. Oh, ich stehe mal lieber wieder auf. Wir kämpfen uns langsam hoch. Keine Eile. Lass dir Zeit. Natürlich. War das alles? Noch nicht. War das diese alles? Metallplättchen brauche ich auf jeden Fall für spätere Sachen.
War das alles? Wie du willst. Da klaut er wirklich jedem, den er erledigt, seine Klamotten. War das alles? Nein, du siehst doch, dass ich noch dabei bin. War das alles? War das alles? War das alles? War das alles? Er fragte mich, war das alles? Und ich sagte ihm ganz klar, nee, nee. Ich hab die Taschen voller Gamaschen und du kaufst sie alle ab. Alter, das nervt jetzt schon. War das okay, alles? Okay, okay, wie kann ich mehrere auswählen? Furchtbar. Wie du willst. War das alles? Oh. Ach so, nee, zum Ablenken nur. Auch geil, Pfeilspitzenöl. Gibt's gute Sachen. Ich danke dir für deinen Besuch. So, wo ist noch hier ein würdiger Gegner? Das ist auch gut. Ja, ja, ja. Dafür ist es nämlich da. Wer zur Hölle bist du? Willst du mir etwa meinen Schatz wegnehmen? Ist das dein Ernst? Mann, den sollst du nehmen. Nein, du sollst das Fass nehmen, Mann. Ist das dein Ernst? Pass auf! Ugh!
Man kommt hier nicht weg! Es ist schon wieder dieselbe Scheiße! Verficktes Team Ninja! Warum hast du die kaputt gemacht, du Vollidiot, Mann? Die waren doch wichtig! Kadaver fressen! Das meine ich! Also wirklich, diese Kämpfe sind einfach nur richtig scheiße. Du Drecksronin! Sollen die Hunde deinen Kadaver fressen? Energie und dann weg. Und dann musst du zugucken, wie diese Scheiße einfach abgespult wird.
Also es ist wirklich nur noch zum Heulen hier. Es ist zum Heulen. Hoffentlich kauft dich Scheiße keiner. Hoffentlich kauft das Spiel keiner. Bitte kauft's nicht. Hört auf, denen Geld zu geben dafür. Hunde dein Kadaver fressen! Wer zur Hölle bist du? Willst du mir etwa meinen Schatz wegnehmen? Ist das dein Ernst? Du bist verdammt hartnäckig. Hör ihn! Blöde Sau! So fett ab! Das gibt's doch nicht! Das war einmal eine stolze Burg für die Fürsten des Hauses Kira. Doch ihre Glanzzeit ist lange vorbei.
schon! Hier rüber! Sehr gut! Zeit, die Kamera auszuprobieren! Nur keine Scheu! Ah, ich hab's! Der Tempel, in dem wir uns getroffen haben, ist für ein Foto bestens geeignet. Wahnsinn! So, ich finde die Dialoge übrigens nicht sonderlich gut. Also, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber Tim Ninja kann eine Sache ganz besonders nicht irgendwie so Story. Haben die irgendwie, sowohl in Wolong als auch in Neo, irgendwie fand ich das immer... Nee. Also Story können sie meiner Ansicht nach nicht. Aber mag ja sein, dass das jemand anders sieht, ne? Ich will das jetzt gar nicht so. Aber für mich hat das nie was gebracht, was sie so storytechnisch versucht haben. Die reden, auch die Menschen reden nie wie wirkliche Menschen. Die reden halt immer wie NPCs. Irgendwie ist alles immer so videospielig. Okay, erstatte der Trulla Bericht, das mache ich. Zu Ninja Gaiden habe ich keine Meinung. Das fand ich schon früher scheiße, weil es mir zu schwer war. Habe ich nie gespielt. Hat mich nur wütend gemacht. Wie gesagt, ich bin kein Team Ninja Fan. So. Ich finde die cool manchmal, aber ich finde, die sind hängen geblieben auf wir machen Spiele super schwer. Darauf sind die so hängen geblieben, wie so ein 14-Jähriger oder so, der irgendwie immer noch... Nee, wie ein 24-Jähriger, der immer noch... Weiß ich nicht. Mir fällt nichts ein, weil ich zu wütend bin. Sagen wir es einfach so. Aber sie können Kampfsystem. Naja, was sie können, sind sehr viele Waffen zusammen kombinieren. Aber ob das jetzt wirklich ein gutes Kampfsystem ist, um ehrlich zu sein, zweifle ich daran, weil ich finde, einfach Bemani als Grundkonzept für ein Kampfsystem halte ich für ein bisschen blöd. Aber das habe ich ja auch schon bei Sekiro gesagt. Ich finde es halt bescheuert. Mach ein Kampfspiel oder mach ein Bemani-Spiel, wo es um den Beat geht, den man treffen muss. Rhythmusspiele sollten nicht so viel, finde ich, mit Kampfspielen zu tun haben. Auch wenn das natürlich passt, ist mir bewusst, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist hier halt, du musst genau so den Rhythmus treffen, wie sie wollen. Ansonsten kannst du hier nicht normal spielen. Das ist doch irgendwie... Naja, was soll ich sagen? Es hat seine Fans, mich wird es nicht mehr überzeugen. Auch beim dritten, vierten Tim Ninja Spiel machen sie meiner Ansicht nach dieselben Fehler. Und haben nicht wirklich was gelernt. Wird endlich mal wieder ein bisschen gekämpft, glaube ich. Ach nee, das ist ja jetzt nur erstmal die Stadtmission. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal zurück in die Kamera abholen. Gute Frage, warum sieht das Spiel so verpixelt aus? Naja, es hat nur zwei Einstellungen, entweder Leistung oder Qualität. Und ich habe auf Leistung gestellt, weil auf Qualität ruckelt's. Das ist schon die ganze Erklärung, um ehrlich zu sein. Normalerweise, also ich habe ja 1440p als Auflösung und hier ist es halt wahrscheinlich darunter.
Sehr schön. Ihr habt also eine Kamera aufgetrieben. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Nun, dürfte ich euch jetzt darum bitten, damit ein paar Aufnahmen für mich zu machen? Von wem? Der alte Klassiker, ne? Ich bin es nicht, die ihr fotografieren sollt. Ja, aber wollen. Aber wie ihr wollt. Dann will ich euch mal zu den verschiedenen Zimmern führen. Bemüht euch darum, die unfassbare Energie an diesem Ort einzufangen. Ich ziehe mich dann oben in den Salon zurück und werde dort auf euch warten. Das machen wir schnell. Ist das dein Ernst? Du triffst dich also wieder mit ihm? Sein Clan ist mir egal, genauso wie seine Stellung. Ach je. Bist du etwa eifersüchtig? Mach dir keine Sorgen. Der alte Trick, ne? Wir haben nur geredet. Wo ist die Katze? Die Besitzerin sagt, dass eine Frau mit lila Farbe... Die muss den Verstand verloren haben. Immer noch keine Ahnung, wo die Katze sein könnte, aber gut, ist jetzt vielleicht noch nicht die Aufgabe. Keine Ahnung, wo ich hier mittlerweile bin. Ja, bald schon habe ich das Geld. Dann bezahle ich und wir beide. Du weißt schon. Nee, falsch. Du hast die Ware, aber das scheint ungewöhnlich viel zu sein. Naja, ich habe ein bisschen Vorwand angelegt. Ich dachte, du weißt die größere Menge zu schätzen.
Och nö. Ernsthaft, muss ich es jetzt nochmal machen, oder was? Nee. Das Spiel ist doch besoffen. Da hoch. Meine Güte, ihr seid aber schnell. Ihr wisst offenbar, wie man mit einer Kamera umgeht. Und nun, zu guter Letzt, geht zum Zimmer am Ende des Flurs. Dort ist ein Mann namens Kogoro Katsura. Er ist ein wenig beängstigend, aber ihr werdet bestimmt mit ihm fertig. Nun, als ich ihn vorhin begrüßte, hat er mich eiskalt angestarrt. Aber bitte, lasst euch davon nicht abschrecken. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass er euch nicht bemerkt. Na los, tragt mir eure Ideen bitte vor. Mit dieser geilen Spionagekamera. Dann speien sie Rauch, die schwarzen Schiffe. Oh, die grauen dieser. Hast du ein gutes Bild gemacht? Wer bist du? Komm mit in den Garten. Jetzt. Gib es zu. Du bist ein Spitze des Shogunats. Habe ich recht? Lass dich auf. Beeindruckend. Ja. Okay, das ist jetzt halt auch der Drunken-Style, ne? Der ist schwerer zu lesen. Diese dummen Sprüche. Also dann, wie kommen wir an Harris ran? Na los, tragt mir eure Ideen bitte vor.
Komm schon! Mach es mir nicht zu leicht! Harris ran. Na los, tragt mir eure Ideen bitte vor. Warum kann der nach dem krassen Konter einfach weitermachen? Was ist denn das für ein Scheiß-Gameplay, verdammt nochmal, ey. Er kann einfach weitermachen, alle anderen nicht. Er haut einfach weiter, obwohl ich auf ihn zuhaue. So ein Scheiß, ey. So ein furchtbares Gameplay. Absolut beschissen. Du musst genauso spielen, wie sie es wollen, oder du hast nicht die geringste Chance. Kein Wunder, dass keiner eure Scheiße kauft, ey. Boah, ich hab echt keinen Bock mehr, ey. Hat der Shogun da. Halt die Fresse. Also dann, wie kommen wir an Harris ran? Na los, tragt mir eure Ideen bitte vor. Einfach nur noch Scheiße, Leute! Team Ninja macht meiner Ansicht nach richtig beschissene Endbosskämpfe. Einfach nur Scheiße. Alles andere immer gut, aber das ist immer der übelste Rotz, ey. Mann, ey. Jetzt wissen wir, wer stärker ist. Oh Gott, ich... Wirklich, dieses Spiel, ey.
Nein, es ist nicht einfacher als die Souls Games. Auch wenn ihr das noch so oft reinschreibt. Team Ninja Spiele sind nicht einfacher als Souls Games. Sie sind einfach schlechter designed und dadurch unfairer. Guck dir doch mal diesen Dreck an. Das ist doch kein guter Kampf. Das ist doch kein guter Kampf. Das ist doch einfach nur Scheiße. Na, jetzt wissen wir, wer stärker ist. Also ich kill den noch und dann war's das. Ich bin durch mit diesem Spiel. Ich hasse Team Ninja mittlerweile. Ist einfach nur noch blanker Hass geworden. Jedes Spiel, was die rausbringen, macht mich nur noch wütend. Wie kommen wir an Harris ran? Na los, tragt mir eure Ideen bitte vor. Warum? Einen wirklich schönen Spion hat der Shogun da. Jetzt bist du dran. Ne? Ist halt einfach die Ausdauer. Wer kriegst du halt von den Besoffenen 4 Schläge? Du schlägst hart zu. Echt keinen Bock mehr. So, ich hör's auf. Spiel kann mich mal. Tschüss. Du hältst dich zurück, oder? Na schön. Jetzt mache ich ernst. Es ist soweit. Jetzt zeige ich dir meine tödlichste Schwertechnik. Sieh an, wen haben wir denn da? Was machst du hier draußen? Nichts von Bedeutung. Ah. Oh nein. Wollte sich Katsura mit dir anlegen? Du kennst ihn also? Oh ja, ich kenne ihn gut. Das ist der Mann, der mir bei der Suche nach Meister Shoin geholfen hat. Der gute Katsura ist ein alter Schüler und enger Freund von ihm. Er ist unverbesserlich. Vor ein paar Nächten ist er sturzbetrunken und splitterfasernackt herumgetanzt und dann in einen Teich gefallen. Oh. Ryoma. Tut mir leid. Ich hatte eine wichtige Angelegenheit zu regeln. Na schön. Zurück zu den Getränken. Die nächste Runde geht auf mich. Der Lärm hat mich beunruhigt. Aber wie ich sehe, wart das nur ihr und Herr Katsura. Würdet ihr mir bitte in meine Gemächer... Oh, ich danke euch.
Ein fantastisches Bild. Man kann geradezu spüren, wie das Leben an diesem Ort pulsiert. Ich mache hier Spionageaufnahmen. Erzähl mir doch nichts. Also, verarsch mich doch nicht. Wo waren wir? Ach ja, beim Samurai, der auf einem schwarzen Schiff kam. Bei meinem letzten Besuch des amerikanischen Konsulats habe ich etwas Interessantes aufgeschnappt. Dieser Samurai wird anscheinend oft mit dem Konsul gesehen. Ich habe gehört, dass er als Mr. Harris Leibwache fungiert. Und seine Hand soll wohl der Klaue eines Dämons gleichen. Das hat mich auch überrascht. Klingt zumindest äußerst sonderbar. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, glaube ich, dass Kichi recht vertraut mit Mr. Harris ist. Vielleicht solltet ihr euch mit ihr unterhalten. Ihr macht wahrlich wunderschöne Bilder. Ihr könnt es sogar mit Katsura aufnehmen. Gibt es denn irgendetwas, das ihr nicht könnt? Ich habe zwar noch mehr Gesuche für euch, aber fürs Erste solltet ihr den Rest dieser Nacht hier in Ruhe genießen. Das hätten wir jetzt also. Hey. Und hab gleich ein paar Leute kennengelernt. Freunde gemacht. Oh, du gehst nach Hause, was? Ich hörte, du suchst jemanden, der mit den schwarzen Schiffen kam. Sagte mir Tucker. Und? Hast du etwas herausgefunden? Na, ich weiß, da war dieser Zwischenfall. Aber deine Begegnung mit Katsura könnte sich auszahlen. Ich rate dir, dich mit ihm gut zu stellen. Hm. Er übernachtet im Gasthaus Sakura. Ich suche derweil weiter nach Meister Shoin. Wir beide sind jetzt waschechte Freunde, kein... Na gut, wenn du das sagst. Waschechte Freunde. So, gleich hören wir auf. Simon hat genug. Team Ninja hat gewonnen. Ich kann euch das Spiel... nur empfehlen, wenn ihr sehr schmerzbefreit seid, wenn ihr Team Ninja Spiele kennt, wenn ihr Nioh schon ausführlich gespielt habt, Nioh 2, Wolong, all den anderen Schmons, dann könnt ihr eventuell auch hier Freude finden. Ich persönlich muss sagen, Rise of Ronin, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich lieber Nioh spielen, weil es einfach besser ist. Es ist einfach das bessere Spiel. Ich finde, Team Ninja baut langsam so ein bisschen ab. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich weiß, ihr denkt jetzt, Simon, du bist jetzt aber auch pinsig, weil du verloren hast und scheiße spielst. Ja, aber ich bin ja auch schon seit 25 Jahren Spieleredakteur und lasst euch eines sagen, die verlieren gerade ihren Grip an dem, was sie so gut können. Das sage ich euch als jemand, der alle Spiele von denen gespielt hat und sicherlich auch immer gefrustet ist, aber hier macht es ja schon in der ersten Stunde keinen Bock mehr. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Die haben das Balancing einfach nie richtig hingekriegt. Sind wir uns schon mal begegnet? Nicht von der friedfertigen Sorte, was? Ah, du warst im Freudenviertel. Ja, genau, an die Augen erinnere ich mich. Nimm es mir nicht übel. Ich habe ein paar Gedächtnislücken. Mal wieder zu tief ins Glas geschaut, was? Leider ja. Deshalb setzt es auch die Niederlage gegen unseren Kumpel hier. Ehrlich gesagt, hätte ich mich aber auch nüchtern schwer getan. Deine Schwertführung ist außergewöhnlich, aber du scheinst Autodidakt zu sein. Ich ganz genauso wie der gute Gensui hier. Diese verfluchte Stadt ist voller Fremder, die sich wie... Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, wie unnachgiebig unsere Klingen sind. Ah, es geht wieder los. Ich gehe spielen. Ich muss dringend meinen Geldbeutel füllen. Wo sind deine Manieren, Shinsaku? Willst du mitkommen? Nein! Na gut, jetzt habe ich mehrere Leute dabei. Fraktionsbasen. Also, diese ganze Party ist ja schon interessant, ne? Dass man diese Fraktionen hat und dass man so viel Unterstützung hat, dass man mit mehreren Leuten kämpfen kann. Das finde ich persönlich immer noch das Highlight. Könnte man auch so sagen, das ist auf jeden Fall der Unique Selling Point von dem Ding. Dass es
diese Möglichkeit hat, mit mehreren gleichzeitig zu kämpfen, zwischen denen man wechselt, ist eine schöne Idee. Ja, ich bin nicht begeistert. Ich find's okay. Ich find's jetzt nicht so geil. Wenn ihr sagt, Simon, du hast aber keine Ahnung, dann kann ich sagen, möglich. Ist möglich. Aber ich habe auf jeden Fall eine Meinung. Jemand hat auch hier geschrieben, dass der Densen86, großer Fan ist von dem Kampfsystem, absolut begeistert und liebt das Kampfsystem. Ja, ist ja gut für ihn, aber ich habe ja dennoch eine eigene Meinung verdient und ich finde es nicht so doll. Ich finde, das Kampfsystem ist dasselbe wie Nioh. Da ist ja wirklich alles gleich hier, so wie sie immer alles gleich machen. Wolong ist dasselbe wie Nioh, das ist dasselbe wie Nioh. Die machen halt eine Sache und machen die irgendwie auch gut. Aber ich finde, langsam können sie auch mal wieder was Neues anfangen. Hier hast du dann die Stile, das gab es, glaube ich, vorher auch schon. Also da ist schon sehr viel von dem, was man halt schon kennt. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber was jetzt an dem Kampfstil, so an der Kampfmechanik, an der Spielmechanik so gut sein soll, das erschließt sich mir jetzt nicht. Ist halt wie immer das ganz klassische Dreieck zum Blocken und Kontern. Das gibt es ja auch in allen Team Ninja Spielen. Bin da noch nicht ganz sicher, was er jetzt gemeint ist mit. Also ich finde, es ist das ganz klassische Gameplay, so wie immer. Nur ich finde, langsam verliert es sich so ein bisschen. Und ich finde den Schwierigkeitsgrad an der Grenze, wo er halt wenig Spaß macht. Da macht er vielleicht Densen Bock. Der ist ja auch Speedrunner. Der spielt Kaizo Mario. Da muss man auch sagen, das ist eine ganz andere Art von Mensch einfach. Ihr fragt euch immer, welche Leute gehen zum Mount Everest? Welche Leute tauchen ohne Luftflaschen irgendwie in den Marianengraben? Das sind solche Leute wie Densen. Und diese Leute spielen dann natürlich auch solche Spiele. Okay, also Grüße an den Chat nochmal. Ich hoffe, ihr hattet trotz allem Spaß. Ich persönlich, wie gesagt, brauche das nicht mehr. Ich würde es nicht nochmal spielen wollen. Schade. Ich bin eigentlich ein Fan, aber ich habe auch irgendwie keinen Bock mehr, schlechte Laune beim Spielen zu haben. Dafür bin ich zu alt, dafür ist mir meine Gesundheit, vor allem meine geistige, auch echt zu wichtig. Und ja, ich könnte jetzt auf leicht stellen, aber komm, dann lassen wir es lieber ganz. Dann ist das halt nichts für mich. Okay, ihr könnt es euch ja jetzt überlegen. Ich meine, wir haben jetzt 5 Stunden im Spiel gesehen. Da könnt ihr, glaube ich, ganz gut einschätzen, ob das was für euch ist. Wie gesagt, positiv. Man spielt mit mehreren Leuten gleichzeitig, kann zwischen den Kämpfen wechseln. Positiv ist auch, dass man eine riesige Welt hat, viel zu machen, ganz viele Möglichkeiten auszurüsten, umzurüsten, zu bauen, zu verkaufen, zu kaufen und zu kreieren und mit neu gebauten Waffen dann irgendwie wieder in den Kampf zu ziehen. All das ist cool. Was mir nicht gefällt, sind die Endbosse, ist die Art, wie diese Kämpfe funktionieren, dass du halt nur genau so kämpfen musst, wie sie es wollen. Ist okay, aber ich mag Freiheit. Ich mag Elden Ring, ich mag die Möglichkeit, mich ausrüsten zu können, so wie ich Bock habe. Ich mag es nicht, immer nur diesen einen Weg zu finden, mit dem das Spiel dann funktioniert. Aber das ist vielleicht auch eine Simon-Sache. Ihr müsst für euch überlegen, ob das Dinge sind. Achso, warte mal. Ich habe die ganze Zeit hier leise gemacht, aber das ist ja gar nicht PC. Also, es hat ein paar coole Möglichkeiten, ne? Dieser Glider, mit dem man so rumfliegen kann. Das sind schöne Ideen. Das Pferd ist gut. Man kommt schnell von A nach B. Es gibt, wie gesagt, eine große Welt zu entdecken. Die ist auch schön gezeichnet, also die ist auch gut ausgebaut. Aber irgendwie gibt's mir nichts. Ich finde immer die Stories von Team Ninja Spielen irgendwie immer komplett bedeutungslos. Und leider muss ich sagen, es ist auch diesmal wieder so. Es interessiert mich einfach nicht. Die Idee mit den zwei Charakteren war eigentlich ganz geil, ne? Mit ihm und seiner Zwillingsschwester. Das war irgendwie eine coole Idee. Das haben sie dann halt direkt rausgenommen. Das kommt sicher später wieder. Aber bisher fehlt mir noch so ein bisschen der Drive, warum ich das überhaupt spielen soll. Außer halt für den Spaß am Spielen. Und dann denke ich mir, naja, Nioh kostet nichts mehr. Macht genauso viel Spaß. Ich finde mehr Spaß. Schwierig. Also, ich habe hier halt noch nicht so Bock gehabt, mit den Waffen irgendwie rumzuspielen. Aber gut, man kann nicht alles mögen. Ist auch okay, wenn ihr es mögt. Nehmt es mir nicht übel, dass ich es jetzt nicht so mag. Ich würde dem Ganzen eine 7 von 10 geben. Mehr kriegt es von mir nicht. Definitiv nicht. Ganz egal, was da noch kommt. Mehr als eine 7 von 10 kriegt das hier nicht. Ich spiele die anderen Spiele auch noch weiter, aber nicht jetzt. Und
Gehe jetzt nämlich nach Hamburg und mache da schön Party. Schön Party. Entschuldigung. Genau, so wird's gehen. Ballern. Geballert wird. Okay, Leute. Das war, ich würde ungern lügen. Das war anstrengend. Ich bin wirklich mit diesem Spiel langsam am Ende einfach. Ich verzweifle mittlerweile mit Team Ninja, aber das habe ich jetzt oft genug gesagt. Es macht mir einfach keinen Spaß. Punkt. Deswegen werde ich das nicht weiterspielen und auch. Weiß nicht, ob ich weitere Team Ninja-Spiele überhaupt noch anfangen werde. Aber danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das hat euch jetzt zumindest, wenn ihr euch quasi auf meinem Niveau skilltechnisch einfindet oder sagt, ich bin besser, schlechter, was auch immer, wahrscheinlich eher besser, dann wisst ihr ja jetzt grob, wie schwer das Spiel ungefähr wird. Wenn ihr Bock habt, ein Spiel, was auf extra schwer getrimmt wurde, dann auf extra leicht zu spielen, okay, euer Ding. Ich halte das für blöd, so. Ich halte die ganze Idee dahinter für blöd. Dann macht's doch einfach nicht so schwer. Aber gut. Ich habe nichts mehr zu sagen. Viel habe ich jetzt natürlich auch nicht gesehen, um eine komplette Meinung zu haben. Aber 7 von 10 ist, finde ich, eine gönnerhafte, faire Wertung diesem Spiel gegenüber. Die anderen Titel kommen auch noch. Rise of Ronin werde ich nicht mehr spielen. Dragon's Dogma werde ich weiterspielen, aber auch nicht durchspielen. Das sage ich auch jetzt schon. Und Alone in the Dark werde ich wahrscheinlich durchspielen, auch wenn das alle scheiße finden. Das hat eine richtig schlechte Wertung, ich finde es bisher ganz gut. So ist es halt. Heute ist Gegenteiltag, hier bei Monopoly. Macht's gut, Leute, ich schicke euch noch gerne irgendwo anders hin. Und dann könnt ihr nochmal sehen, genau, wie andere spielen. Hier, da ist Rise of Ronin. Moment. Das spielt jeder heute, habe ich das Gefühl. Entweder das oder Dragon's Dogma. Ich finde aber gerade, ist nicht Denzen gerade da? Könnte man nicht Denzen? Ah, okay. Moment, ich folge. Dragon's Dogma, Justin, Dragon's Dogma, Dragon's Dogma, Dragon's Dogma. Spielt jeder Dragon's Dogma? Das ist schon interessant. Sehr wenige, die was anderes spielen. Ronin ist scheinbar nicht so populär. Gut, ich schicke euch zu Shaggis. Und da könnt ihr ihm bei Dragon's Dogma 2 zugucken, wenn ihr wollt. Wenn nicht, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ist ja ein toller Samstag bisher. Und ich hoffe, er bleibt auch so. Und ich hoffe, er wird euch auch ein schönes Wochenende bescheren. Kurz nochmal, um vielleicht auch ein paar positive Meinungen zu haben. Ich finde immer Games toll, die andere doof finden. Das DMC-Remake von Ninja Theory. Ich liebe es, alle hassen es. Ich erkenne ihren Hass an und genieße trotzdem weiter. So muss man es eigentlich sehen. Für mich ist leider, glaube ich, auch nichts, aber danke, dass du dich für uns gequält hast. Wie gesagt, ich wünsche mir wirklich, dass es auch Leute gibt, die das jetzt gesehen haben und sagen, nee, der Simon hat noch nicht richtig gespielt. Ich weiß schon, wie ich das spiele. Ich habe es im Kopf jetzt quasi zusammengesetzt und mir gefällt es. Ich werde es kaufen. Wünsche ich euch viel Spaß damit. Und dann hoffe ich, ihr habt eine gute Zeit damit. Es sind auf jeden Fall locker 40 Stunden im Spiel, die man zeitlich einbringen kann. Wahrscheinlich sogar eher noch mehr. Okay. Wir machen es jetzt. Ich mache es. Ich fahre jetzt nach Hamburg. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, einen tollen Abend. Guten Sonntag, wenn ihr aufwacht. Sauft nicht zu viel. Macht nichts, was ich machen würde. Dann überlebt ihr. Bis dann. Und nein, wir brauchen keine weitere Ronin-Folge. Das war's. In diesem Sinne danke und tschüss. Bis dann. Jetzt erstmal die Raider weg. Und dann sage ich auch den Wodlern. Ein guter Abschied. Moment, ich schieb sie weg. So, da sind sie weggeradet. Und ich sag euch jetzt nur noch eins, nämlich, dass es schön war mit euch. Ich hoffe, ihr könnt euch auch über meine Aufreger lustig machen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn ihr mir helfen wollt, macht das doch mal bitte. Unterstützt mich gerne mit einem Kommentar. Gerne ein längeres Kommentar, ein richtiger Satz. 7 Wörter wäre das Minimum, damit das vom Algorithmus wahrgenommen wird. 2 Kanäle könnt ihr beide abonnieren und natürlich ständig neue Videos. Wenn ihr was von irgendeinem bestimmten Thema sehen, hören wollt, müsst ihr da nur in die Videos mal reinschreiben. Ich gucke mir das natürlich immer an. Und wenn ich dann sehe, okay, das kriegt gute Klicks, die Leute finden es gut, spiele ich das auch weiter. Aber ja, wie gesagt, ich kann nicht immer alle Spiele durchspielen. Es kommen dieses Jahr so viele Titel noch raus. Ich habe allein 4 Titel auf der Liste, die ich gerade spiele. Es geht nicht alles. Ich hoffe, ihr versteht's. Bis dann, Leute. Ich mache jetzt mich ab zur Party und hoffe, dass ihr entweder mit diesem Spiel oder mit einem anderen Spiel Freude habt. Bis dann.